Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Jan Hofer. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Altkanzler Helmut Schmidt ist tot. Er starb heute im Alter von 96 Jahren in Hamburg. Schmidt war von 1974 bis 1982 Bundeskanzler. Europäische Integration, Ölkrise und die Auseinandersetzung mit dem Terror der Rote Armee-Fraktion waren prägende Themen seiner Amtszeit. Seit 1983 war Schmidt Mitherausgeber der Wochenzeitung Die Zeit und ein geschätzter Autor, Ratgeber und Interviewpartner. Seine Meinung ist gefragt, bis ins hohe Alter. Und Helmut Schmidt findet stets klare Worte, auch zu einem seiner Herzensanliegen, der europäischen Integration. Die Gefahr, dass die Europäische Union zugrunde geht, ist nicht gleich null. Die Europäer sind sich der Gefahren nicht wirklich bewusst. Der spätere Weltpolitiker Helmut Schmidt wird 1918 in Hamburg geboren, wächst in einfachen bürgerlichen Verhältnissen auf. Er studiert Volkswirtschaft und tritt in die SPD ein. Als die Sturmflut von 1962 seine Heimatstadt trifft, koordiniert Schmidt als Polizeisenator die Rettungseinsätze und erntet Lob von allen Seiten. Es waren lauter aufgeregte Hühner und einer musste die Sache in die Hand nehmen. Es ist der Beginn einer steilen politischen Karriere, die Helmut Schmidt bis ins Kanzleramt führt. So wahr mir Gott helfe. Schmidt regiert nüchtern, duldet am Kabinettstisch wenig Widerspruch. Schon früh trifft er Weltführer aus Ost und West, bricht alte Feindschaften auf. Die schwierigste Prüfung seiner Kanzlerschaft, der Terror der RAF. Sie entführt und ermordet Arbeitgeberpräsident Schleyer. Anfang der 80er Jahre ist Schmidt für eine Stationierung von US-Atomwaffen als eine Reaktion auf sowjetische Atomwaffen. Hunderttausende demonstrieren. Der Streit spaltet auch die SPD. Kurz darauf zerbricht die sozialliberale Koalition. Helmut Schmidt tritt 1982 ab, Helmut Kohl übernimmt. Schmidt wird Mitherausgeber der Wochenzeitung Die Zeit und bleibt als Publizist und Elder Statesman eine weltweit respektierte Instanz. Falls eines Tages die Historiker zur Meinung kommen sollten, er hat seine Sache anständig gemacht, bin ich ganz zufrieden. 2010 stirbt seine Ehefrau Loki. 68 Jahre waren sie verheiratet. Bis zum Schluss hat sich Helmut Schmidt in politische Debatten eingebracht. Sein streitbarer Geist wird fehlen. Über alle Parteigrenzen hinweg zollen Politiker dem Verstorbenen Respekt. Sie würdigen Schmidt als Krisenmanager und Vordenker der Europäischen Union. Die Fahnen auf Halbmast, Trauer im Berliner Regierungsviertel und tiefer Respekt. Bundespräsident Gauck würdigt den letzten deutschen Kanzler, der als Soldat noch der Kriegsgeneration angehörte. Die Schrecken und Abgründe, die er in seiner Jugend erfahren hatte, gaben ihm eine Richtung vor. Die soziale Demokratie. Er war einer ihrer großen Baumeister. Besonders schmerzlich der Verlust für die deutsche Sozialdemokratie. Nach einer Schweigeminute in der Fraktion würdigt Parteichef Gabriel den Verstorbenen als großen Europäer. Helmut Schmidt wird, glaube ich, allen Menschen weit über die SPD hinaus in Erinnerung bleiben als jemand, der mit Zuversicht und Realismus, mit Tatkraft unser Land gestaltet hat, für eine europäische Friedensordnung gearbeitet hat und bis in die letzten Wochen und Monate für viele Menschen ein Ratgeber gewesen ist. Angela Merkel erzählt von ihrer ersten Erinnerung an Helmut Schmidt. Das war 1962 während der Sturmflut in Hamburg. Ich weiß noch ganz genau, wie ich damals als kleines Mädchen und natürlich auch meine Eltern in der DDR am Radio buchstäblich hingen, weil wir uns unglaubliche Sorgen um unsere Großmutter und unsere Tante in Hamburg machten und wie wir gerade Helmut Schmidt vertrauten, dass er die Lage in den Griff bekommen wird. Anerkennung für den Staatsmann Schmidt auch bei den anderen Parteien. Gregor Gysi erinnert sich an einen Fototermin mit Erich Honecker. Wie die Fotografen sind, sagten immer, rücken Sie doch mal näher zusammen. Und Honecker rückte auch immer artig. Und er sagte dann irgendwann, wir sind aber kein Liebespaar, ja, damit das auch mal klar ist. Und machte sozusagen so einen Stopp. Er war durch andere nicht zu gängeln. Helmut Schmidt war immer mutig. Helmut Schmidt war geradlinig. Er hat sich getraut, Entscheidungen zu treffen,
schwierige Entscheidungen zu treffen, wo andere bereits längst versagt hätten. Blumen vor seinem Haus in Hamburg. Helmut Schmidt bleibt seiner Heimatstadt über den Tod hinaus treu. Der Staatsakt soll dort stattfinden. Er hat es sich so gewünscht. Zum Tod von Helmut Schmidt jetzt Sabine Rau aus Berlin. Er war ein Ausnahmepolitiker, ein Krisenmanager und Intellektueller, der weltweit Achtung und Anerkennung genoss. Als Bundeskanzler steuerte er das Land durch unruhige Zeiten. Ölkrise, NATO-Doppelbeschluss, RAF-Terrorismus. Der Staat darf sich nicht erpressen lassen, das war sein Credo. Und Helmut Schmidt verkörperte diesen Staat vielleicht wie kein zweiter Kanzler. Europa war ihm nach den Erfahrungen als Soldat im Zweiten Weltkrieg ein zentrales Anliegen. Mit seiner Partei, der SPD, legte er sich zuweilen an und sie mit ihm. Trotzdem, er blieb ihr stets verbunden. Nach dem Ende seiner Politikerkarriere wurde er zu einer nationalen Ikone, einer moralischen Autorität. Er war der Elder Statesman, ein herausragender Kanzler dieser Republik. Zurück zu Jan Hofer. Zum Tod von Helmut Schmidt bringt das Erste heute eine Sondersendung gleich nach der Tagesschau.